Der Fieseler Storch von Pichler ist ein vorbildgetreues Großmodell mit Elektroantrieb. Der Zusammenbau auf dem Flugfeld geht sehr einfach von der Hand. Man braucht die Flächenstreben gar nicht komplett zu demontieren. Wenn man die Mittelstützen etwas beweglich lässt, kann das Ganze zusammengefaltet transportiert werden. Zwischen Streben und Fläche kommt zum Schutz ein Streifen Schaumgummi. Dann sind nur 3 Schrauben pro Seite zu lösen. Meist muss man die Scharniere noch selbst einbauen. Hier, beim Pichler Storch, sind alle schon montiert. Allerdings waren einige der an den Querruderscharnieren befestigten Ausgleichsgewichte abgebrochen. Aber das ließ sich leicht beheben. Großmodelle benötigen oftmals spezielle Servos. Das ist bei einem so langsam fliegenden Modell wie dem Fieseler Storch allerdings nicht nötig. Es wurden durchweg nur Normalservos der Gewichtsklasse 45 Gramm verbaut. Beim Anstecken der Flächen sind nur noch die Servoanschlüsse für Klappen und Querruder zu verbinden. Entgegen der Betriebsanleitung werden die Flächenhälften hier nicht am Steckungsrohr verschraubt, sondern mit einem Gummistrang am Rumpf gehalten. Die Ruderanschlüsse sind sehr stabil ausgeführt, desgleichen die doppelwangigen Ruderhörner. Nur das etwas mickrig und wenig Scale wirkende Spornrad will samt Halterung nicht recht zum Modell passen. Die Strebenmontage wird einfacher, wenn man eine M3-Gewindemutter unten an die Halterung klebt. Die Kabinenhaube ist mit 2 Schrauben fixiert und lässt sich nach oben herausnehmen. Auch der vordere Pilot ist herausnehmbar, damit man problemlos an die Servos herankommt. Die Motorfrage lässt sich mit Antrieben aus eigenem Hause lösen. Eingebaut ist der Boost 140, ein kräftiger Außenläufer von Pichler. Seine Leistung wird dem gut 8 Kilo schweren Modell durchaus gerecht. Mit dem hier montierten 22x10 Zoll Propeller nimmt er fast 70 Ampere auf. Ein 20x10 Zoll Propeller würde auch reichen. Damit der Schwerpunkt ohne Trimgewichte einstellbar ist, müssen die Akkus so weit wie möglich nach vorne ins Modell. Verwendet wurden hier 10 S-Lipos mit 4000 mAh Kapazität. Die Motorwelle kommt etwas unterhalb der Mitte aus dem Ausschnitt. Das ist einmal dem Scale-Charakter geschuldet. Beim Original war nämlich ein V8-Motor mit hängenden Zylindern verbaut. Zum anderen liegt es am relativ großen Durchmesser des Außenläufers. Der Kreisel wirkt auf die Querruder. Das Besondere beim Fieseler Storch ist der Vorflügel. Er ist wie beim Original starr montiert. Er soll einen frühen Strömungsabriss bei niedriger Fluggeschwindigkeit und hohen Anstellwinkeln verhindern. Das wirkt sich auch beim Modell günstig auf die Langsamflugeigenschaften aus. Beim Original waren die Fahrwerksstreben ja mit sehr wirksamen langhubigen Federn ausgestattet. Sie wurden beim Modell allerdings nicht 1:1 übernommen. Hier federt nur der untere Stahlzylinder um etwa 1 cm ein.